Ist Rand. So. Dann würde ich mir auch noch mal Lederschuhe basteln. Nee, ich habe hier theoretisch die Elfenschuhe, ne? Aber ich habe leider keinen großen Stein, mit dem ich die verzaubern kann. Das finde ich ein bisschen schade. Na, also keinen großen Seelenstein. Das wäre ideal, hätte ich einen. Ach, hier ist nochmal ein Geldbeutel. Hochelf hier. Ach, schöner Guck. Kommt man hier auch irgendwie raus, oder ist man hier einfach des Todes? Au! Wir bewegen uns jetzt mal nicht mehr. Achso, ich habe wieder Essen dabei. Schauen wir mal, dass ich von hier schnell reisen kann. Nice. Sehr schnell. Ich muss mir gerade auch Licht anmachen. Weil ich sehe wieder nichts. Oder ich sehe wenig. Und ich habe meine Glühbirne ausgewechselt, dann kann ich die auch nutzen. Licht angemacht. Muss ich mich nicht mehr wegbewegen. So. Und zwar genau hier, die Schmelzhütte. Goldbarren. Gibt es eine Möglichkeit? Oh Gott. Das zu machen, ohne dass ich immer auf Ja drücken muss. Anscheinend nicht. Anscheinend muss ich immer Ja drücken. So, Eisenbarren wollen wir nicht machen. Ne, deswegen laufen wir jetzt Ja, einfach ein bisschen rum. bitte. Und machen so. Habe ich theoretisch. Dann schauen wir mal theoretisch. Zauber verbrauchen 3% weniger Magicka. Das sind goldene Ringe. Theoretisch müsste ich. Ach du, die sind gestohlen. Also theoretisch müsste ich die verzaubern. Dann kann ich sie nochmal besser verkaufen. Die Lederarmschienen und die. Achso, ich habe hier so noch Lederstiefel. Die beiden kann ich nochmal verzaubern. Mit Regeneration einfach. Ja, ich glaube, das wäre keine dämliche Idee. Ihr Na, seht aber meinen wie gesagt, wir Augen laufen einmal nach, hoch, ne? wenn Und ich darauf währenddessen, wann immer wir vertraue. können, werden wir einmal Erz verzaubern. Umwechseln. Frag mich, wie gut das so hoch macht. Warte. Was war das? Umwandlung? Blocken zweihändig eine in die Schmiedekunst, Verzauberung, Veränderung? Eine Witz. Ich glaube, es war Veränderung. Ja, ich sag mal so. Ich war heute beim Autocross Deutsche Meisterschaftslauf und zu Gast waren Rally Autos, die sogenannten legendäre Gruppe, wie mit 600 PS von mir, wie Schmitz Katze. Die sieht man in Deutschland nur noch sehr selten und der Einzelwert bei solchen Wagen liegen bei einer halben Mille. Oh, Jesus. Die Fahrzeuge waren zum Beispiel Lancia, Intercalle, Audi, Quattro S1 und so weiter. Das ist halt Fanboy-Ding. Ich finde es immer ganz süß, jemanden zu sehen, wie er über ein Thema, was ihn interessiert, so ein bisschen rumfanboyt. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Also ich habe davon jetzt wenig verstanden, gebe ich zu. Ich bin kein Motorsportfreund. Aber ich finde es schön, dass dich das so sehr interessiert. Und dass du dann auch dein Hobby quasi nach außen weitergibst. Was? Lüde, du musst nicht immer fragen, was. Achso, der Typ ist jetzt höchstwahrscheinlich am Pennen, gehe ich mal von aus. Die Göttlichen sind euch heute, mein Freund. Okay, vielen Dank. Besucht ihr die Drachenfestung, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren? Was habt ihr zu Ihr verkaufen? wollt also Soll ich dir die mein Bild arkanen schicken? Künste meistern? Kannst du gerne machen, ja? So, du hast nur hier Zerstörung und sowas, ne? Die Novizendinger, genau. Dafür hast du aber ewig viele Seelensteine. Gefüllt mit großer Seele. Das kostet halt 1000, ne? 1500. Bin mal so, ne? Ich will ja eigentlich ein Haus haben, kaufen. Ne, das Prisenheim. Aber ich kauf mal den mächtigen Seelenstein.
Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier. Und würde ganz gerne verzaubern. Achso, nee, warte, Gegenstand. Ich habe hier doch. Hatte ich nicht Elfenstiefel? Lydia. Ich gehe mal so langsam bei. Danke, dass du dabei warst, Saskia. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Wünscht, was? Ich hab doch. Auf, wie ihr befehlt, Lydia, Tane. Please. Nee, ich eigentlich nicht Lydia, please, sondern die Menüs, please. So. Ich stehe zu eurer Verfügung. Elfenstiefel, genau. Die wollte ich jetzt einmal hier voran. Verzaubern. Geht ihr voran? Gegenstand. Elfenstiefel. Verzaubern. Ich kann da keine Magiker-Regeneration drauf. Oh, das ist mies. kannst du gerne in Discord schicken. Ich habe jetzt irgendwie gehofft, dass ich hier die Magiker-Regeneration bestellen kann, aber egal. Stimmt, die Axt wollte ich disenchanten. Ach, die heißt habe ich schon. Meine das ist Zerstörung. Gegenstand. Achso, ich könnte mir das auf einen Ring packen, ne? Trage ich schon Ringe? Bin ja interessiert. So, das sind 28 oder sind 28? Und wenn ich das auf einem goldenen Ring mache, sind das auch 28, ne? Also, ob ich da jetzt irgendwie Edelsteine drin habe oder so, sind da egal. So, und wenn ich jetzt hier einen gewöhnlichen rein, sind das 9%. Mit einem mächtigen sind es halt 28% schneller. Ich glaube, ich trage noch keine Ringe. Deswegen machen wir uns den einfach mal. Ja. Das ist eine ordentliche Verzauberung. Studiert aber bitte weiter. Ihr habt erst an der Oberfläche gekratzt. Wo ist er? Ist er hier hinter der Wand? Er ist sogar am Schlafen. Daran erkennst du einen richtigen Lehrer, wenn er durch die Wand hindurch pennt und dich loben kann für deine Leistung. Ich glaube, ich habe eine Kategorie namens Bilder und Videos, da einfach rein. Oder zur Not im General. So. Bekleidung. Es ist jetzt, guck mal. Ausgerüstet, genau. Naja, dafür, dass es sich 28% schneller regeneriert, merke ich jetzt wenig davon. Muss ich gestehen. Vielleicht hätte ich eher Richtung Veränderung, dass sie quasi gut wird. Reingemacht oder... Den Ring habe ich jetzt angelegt, ne? Bekleidung? Silber und Magika regeneriert sich 28% schneller, ja. Hm. Okay. So. Was für eine Magie. Ja. Finde ich auch. Pontius. Wo bist du? Ich könnte jetzt einfach warten, ne? Komm, ich drück mal T und dann warten wir. Achso, wir haben gerade schon wieder 10 Uhr Nacht. So, warten wir mal 10 Stunden. Vielleicht ist er dann schon wach. Nein. Ist er nicht. Wo chillt er denn dann? Achso, guck mal, ich kann hier... Achso, hier habe ich sogar schon alles geklaut, merke ich gerade. Genau. Also der verfluchte Tane. Tane? Was auch immer der Typ ist. Ja, genau. Was für da. Ist um 8 Uhr noch nicht wach. So kannst du mir im Discord anschauen. Der Banditenanführer von Lager stehen, der Strom ist tot. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. 100 Gold. Gib mal Ausrufezeichen Discord ein, Feuerwehrmann, dann dürftest du da
Link bekommen mit D am Ende. Er kann auch so, oh, Magie! Jetzt so. Eure Zaubertricks woanders. Upp. Ja, ich hab das. Also, ich hab den noch nirgendwo so groß angepriesen. Was? Lol, ey. Passiert. Jo, noch mehr Erze. Ganz viele Erze. Erz! So viel Erz! Für mich... Ich weiß, du hast geheiratet. Nein, ich habe keine Münze übrig. Ich bin selber arm. Ich bin Student. Hört auf! So, du bist 100 Meter von mir entfernt. Ah! Nasim, halt den Mund! Habt ihr euch schon als Söldner versucht? 100 Meter von mir entfernt und ich höre die noch immer so, als wären sie direkt neben mir. Es gibt hier eine Mod, der sich dagegen wehrt. Den muss ich mir unbedingt installieren. Vorsichtig, du könntest das Eisen, was ich gerade bei mir trage, in Gold verwandeln. So. Warte, ich kann einfach die gesamte Zeit E drücken, ne? So. Wie viel Eisenerz habe ich noch dabei? Schauen wir mal. Sonstiges. Rubin, Quecksilber. Ach, guck mal, hier habe ich nochmal Leder, eine Laute, eine Laterne. Eisenerz. Ich habe noch 16 Stück. Und Silber habe ich wie viel? S. 2. Ach, guck mal, dann geht das sogar perfekt auf gerade. Wie viele Ringe kann ich eigentlich tragen? Jetzt so als zweite Frage. Hatte ich den doch nicht ausgerüstet? Ich kann nur einen Ring tragen? Konnte man früher nicht mehr tragen? Aber okay, ich kann nur einen Ring tragen. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Gefällt mir. Das ist gut, merke ich mir. So, und der Schmuck. Goldene Ringe. So, wenn ich jetzt hier E drücke. Ne, mit goldenen Ringen kann man, habe ich ja schon mehrfach erwähnt, aber mit goldenen Ringen kann man quasi am einfachsten Schmiedekunst leveln. Oder das, was früher quasi die Eisendolche waren, sind heutzutage die goldenen Ringe. Liegt daran, dass irgendwann, nachdem das mit den Eisendolchen gefunden wurde, Bethesda gesagt hat, okay, wir ändern das nochmal um und dann quasi es darum ging, je wertvoller die Rüstung ist oder das Ding ist, was du herstellst, desto mehr Erfahrung bekommst du dafür. Ne? Und Goldringe sind ausgerechnet das, was am wertvollsten ist für den wenigsten. Also du kriegst am meisten raus dafür, dass du am wenigsten reinsteckst. So. Knie mich einfach hin. Das machen wir jetzt ein bisschen heute. Und theoretisch kann ich die Ringe, die ich jetzt daraus rausbekomme, also ich level mit diesem Trick sowohl Veränderung als auch Schmiedekunst, als auch, wenn ich das machen wollen würde, könnte ich, wo ist es? Verzauberung leveln. Hab noch ein Bild von Autocross reingetan für die Vorstellung. Jo, alles gut. Na, und dann könnte ich quasi hier Seelenpeiniger und dann Seelengreifer. Oder stößt über Kreaturen, aber nicht Menschen. Ach, okay. Theoretisch. Oder halt hier, dass ich hier über den Verzauberer hochgehe auf den Verständiger und Verzauberer. Ne? Dafür brauche ich Level 50. Und dann dazu. Lass mich. So. Verzauberung Schub gehe. Und dann halt quasi Zusatzeffekt. Also Zusatzeffekt ist das, was ich am Endeffekt erreichen möchte. Ich kann auch noch ein Talent verbessern, merke ich gerade, aber dafür brauche ich mindestens 40 dort, genau. Schmiedekunst möchte ich halt Elfenrüstung herstellen können. Und Vulkanglas.
kann Schuppenrüstung. Ich glaube, Schuppenrüstung ist aber schwere Rüstung. Ne, dass ich quasi als nächstes die Elfenrüstung reinsetzen kann und dann damit üben kann. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr jo. Etwas sucht. Drin ich liebe es, wie Lydia einfach die gesamte Zeit umherrennt so, was muss ich töten, was soll ich töten? So, und jetzt machen wir erstmal das Eisenerz, was wir fertig haben oder schon rausgeholt haben aus der Mine, wandeln wir jetzt einmal um und dann verkaufen wir gleich quasi alles, was wir haben. So, ich habe doch ein paar Mammutstoßhände, die kann ich quasi eigentlich schon da in Beletors gemischt waren. Verkaufen. So. Oh. Ich glaube, ich laufe auch gleich wieder zur Stelle hoch. So, ups, da habe ich irgendwas umgestoßen. Ja. Der hat 600 Gold gerade. Ich könnte die ganzen Amethyste verkaufen. Ich glaube, die brauche ich auch nur für was möchte ich sagen und nicht lügen. Ich glaube, die brauche ich nur, um Schmuckstück herzustellen. Lydia ist im Berserker-Mode. So, die einfach rausnehmen. So, wo sind die Korallen? Korallendrachen, glaube ich, muss ich auch nochmal irgendwann machen. So, 1, 2, 3. Quicksilberbarren und auch Richalkumbarren. Die möchte ich halt nicht irgendwie verkaufen. Hoffentlich verständlicherweise. So, er hat kein Geld mehr. Bitte kommt wieder. Da finde ich den Perk, du kannst alles überall verkaufen, was? Ziemlich gut. Zählst du als gemischt waren oder als was zählst du? Bitte sag, etwas über meinen Sohn. Was habt ihr zu verkaufen? Für manche ist das Ramsch. Ach nee, du hast nur Bekleidung. Okay. Ich kann 29 goldene Ringe. Ei. Könnte die silbernen Amethystringe, Granatringe. Den will ich nicht verkaufen. Da wäre ich jeck. Ich habe nochmal 24 Silberringe auch hier. Ach, die hat nicht mehr so viel Gold. Ja, dann. Warte, die müsste ich aber auch da in der Schmiede verkaufen können. Ne, da haben wir jetzt gerade Veränderungen auf 33 hochgelevelt. Ja, wollen wir denn alle die Bits? Ihr kauft die nicht, oder? Doch. Bei Kai weiß ich es nicht. Aber bei Fetzen und Keck, die haben. Also Amazon Prime hatte mit Twitch eine. Oder Amazon hatte mit Twitch eine Aktion, dass wenn man quasi die erste Folge von Jack Ryan auf Twitch Prime, auf Amazon Prime gesehen hat, dass man dann 400 Bits bekommen hat. So, also die Aktion ist jetzt schon vorbei. Aber gab's halt. Jo, hallo, Ulfbert. Wir haben kleine. Was habt ihr zu verkaufen? Helme, so ziemlich alles. Ich könnte mir jetzt hier auch nochmal Eisenerz kaufen, das umwandeln, wenn ich wollen würde. Ich glaube, das will ich sogar. Ich will aber 6 haben, damit das noch schön aufgeht. So. Ach, ich kann. Ah, bei dem kann ich aber. Ah, das ist gut zu wissen. Bei ihm kann ich nicht. Das ist schön mit euch geschehen. Hier Schmuck verkaufen. Das finde ich wirklich cool. Zu wissen. So, dann höchstwahrscheinlich bei dir auch nicht, Adriane. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Gucken wir mal. Nope, bei ihr auch nicht. Ich könnte hier das Eisenschwert verkaufen. Ja, warum nicht? Und theoretisch auch den Eisen-Zweihänder des Eises. Ich benutze sowieso keine Zweihänder und die Verzauberung kenne ich bereits. Den Eisendolch dann auch. Die Spitzhacke brauche ich. Das Stahlschwert kann ich auch verkaufen. Und das wäre es auch soweit. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen. Oh. Schein, hast du die ganze Kohle geklaut oder was? Im Sinne von, dass man mir Bits gespendet hat. Jein, also Fetzen kam rein, hat. Nee, gar nicht. Keck kam zuerst rein, hat mir Bits gespendet, dann hat Fetzen Bits gespendet, um mehr Bits gespendet zu haben als Keck. Dann haben die so einen kleinen Krieg geführt. Und dann kam Kai und hat einmal den Boden aufgewischt mit den beiden. Und dann hat Keck nochmal nachgelegt und ist jetzt bei 501 Bits.
Okay, und Kai hat die Bits gekauft. Kennt ihr meinen Vater? Und, Adriane, du redest mir ein bisschen zu viel. Das Schöne an Bits ist, 100% der Bits gehen an den Streamer. Das ist nicht so wie mit einem Sub oder sowas, ne, wo ich quasi circa 50% bekomme. Ne? Das variiert da auch. Zum Beispiel ein Gifted Sub geht mir etwas weniger als zum Beispiel ein selbstgekaufter. Und ich glaube, ein Twitch Prime oder ein Amazon Prime Sub gibt mir am meisten. So, das sind aber nur Centbeträge, die sich da unterscheiden. Denn mich kommen die nicht ran. Ja. Das ist wahr. Weil ich nochmal ganz im Nach... Du besitzt kein Erz, das umgewandelt werden kann. Sehr gut. Muss nochmal nach dem Stream schauen. Also ich glaube, ich habe das eingestellt, dass das für einen Monat dasteht. Und ich glaube, das... Also beibehalten werde ich das so, ja. Ach Mist, ich habe irgendwie einen Fehler gemacht. Irgendwo in meinen mathematischen Künsten. Ich brauche noch ein Golderz. Das heißt, kannst du mir noch ein Eisenerz verkaufen? Werft einen Blick darauf. So, sonstiges. Ach, guck mal, die hat. Ach nee, das ist ein Eisenbarren. Du hast 4. Oh, 3, 4. Das ist auch noch richtig. Und dann kann ich nochmal reingehen und mit Ulf drehen. Der hat auch nochmal ein Eisenerz gehabt. Die haben nämlich immer unterschiedlich. Ihr denkt, das alte Raben. Ich habe sie hinter mich gespawnt damit, dass sie noch am Reden war. Er hat doch kein Eisenerz mehr. Huh. Ich dachte immer, die teilen sich das nicht. Oder ich habe vorhin... Nee. Bin mir ziemlich sicher, dass ich einen übrig gelassen habe. Okay. Dann nicht. So. Ich finde es schön, sie hat eine Voice-Line gespielt und hat sich damit selbst darin gefangen, hier nicht rausgehen zu können. Niemand mit Skyrim Knowledge, der mir sagen kann, wo man Jaspi kaufen kann. Was ist Jaspi? Da hast du mich gerade gespoilert. Kennt ihr meinen Vater? Er ist der Vogt oben in der Drachenfest. Ihr braucht etwas? Wie... Wie alt ist Skyrim? Skyrim kam, meine ich, am 11.11.2011 raus, wenn ich mich jetzt gar nicht irre. Skyrim ist bald 7 Jahre alt. Wurde zigmal neu verkauft. Und es passieren noch immer solche Bugs, ich will nicht mehr. I'm sorry, Schatten. Ich warte. Nicht schlimm. Ja, dann machen wir jetzt nochmal die vielen erforderlichen Teile, um diese Gegenstände herzustellen. Machen wir jetzt nochmal ganz viele Schmuck, wollte ich. Goldenen Ringe. Ja, ey, Level Up. Das ist quasi der Level-Stream heute. So, hopp. Ihr seht, ich level halt einfach relativ schnell. Mit dieser Methode. Ich glaube, ich kann mir auch noch einfach die Silberhalskette machen. Oder 2 Silberbarren. Ne, warte, ich kann mir auch Silberring. Ja, dann mache ich mir einfach Silberringe. Bob. Macht Adriane da irgendwelche Fitnessübungen an? Ich sehe das jetzt erst im Hintergrund. Wie sie da plötzlich... 7 Jahre. Mehrere Millionen in Entwicklung geflossen. Bugfrei. Ich liebe es. Ja, eigentlich wollte ich Magicka auf 300 hoch. Ja, komm, ich bin Veränderung fast fertig. Ich muss noch mal ganz kurz. Magie, Veränderung. Du bist nämlich Adept, genau. Steinhaut ist Lehrling, Umwandeln ist Adept. Das heißt, das hier würde mir gar nichts bringen. Ach, guck mal, das ist Lehrling. Hier erst würde mir das was bringen. Veränderungszauber wirken länger.
Das wäre halt interessant, der Atonarch. Oder halt hier die Magieresistenz. Das ist nicht annähernd das, wo ich hingeklickt habe, Spiel. Oder die Magierrüstung. Egal. Komm. Wie viel Platz habe ich gerade im Inventar? Knapp 200. Na, dann gehen wir jetzt nochmal schnell hier hoch in die Mine. Holen uns das Zeug, was ich da zurückgelassen habe. Ich glaube, da war auch noch Eisen, was wir abbauen konnten. Ich bin mir gerade nicht sicher. Gehen dann zurück, verzaubern ein bisschen die Edelsteine, die Ringe mit kleinen Seelstein. Und dann machen wir ein bisschen weiter Questen. Warum nicht? Das klingt doch nach einem soliden Plan, wenn man mich fragt. So, ihr seid noch immer tot. Das finde ich auch gut so. Denn wenn Gegner einfach wieder aufstehen würden, wäre ich traurig. Ja, 118, knapp 200. Jo. Ich habe halt nur Sorge, dass die... Achso, können nicht. So, das ist jetzt eine Frage, die höchstwahrscheinlich schwer beantwortet werden kann. Ich weiß nämlich nicht, ob die das quasi per Version geändert haben. Aber normalerweise respawnen zumindest sowas wie die Erzadern und sowas. Das heißt, theoretisch kann man nämlich dann immer von Punkt A nach Punkt B nach Punkt C schnell wandern. Und dann in einem endlosen Loop an Zeug hängen. Theoretisch, ne? Praktisch weiß ich nicht, ob das hier auch noch funktioniert. Das ist interessant. Multimillionen-Dollar-Spiel. Ich will es nur mal angemerkt haben. So, diese Erzade ist erschöpft. So, vielen Dank. Schau mich hier. Guck mal, hier ist nämlich auch noch mal. Oh ja, nehmen wir mal das Holz hier mit. Wunderbar. So, kommt ja, oder... die The Elder Scrolls 6 wurde ja auch vor kurzem, also ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber wurde ja angekündigt. Sind da schon neue Informationen zu gegeben worden? Nimm das mal mit und wenn ich zu voll werde damit, dann... Ja, dann, ne? Habe ich ein Problem. Stimmt das Mammut? Das war einfach nur ein Rüssel. Nehmen wir die Stoßzähne mit. Hier ist eine Schmiede gewesen. In den Wänden hier selber war aber nichts mehr, ne? Wenn ich mich jetzt nicht vertue. Ich finde schön, dass sie die Schränke einfach da an die Wand angelehnt haben. Ach, guck mal, hier ist Corundum-Erzader. Cool. Ich wusste gar nicht, dass man auch hier Corundum-Erz rausbekommt. Ich wüsste gar nicht, wofür man das braucht. Aber ich kriege Edelsteine raus. Lydia findet es langweilig, dass du eine Abboss und keine Fights hast. Um fair zu sein, Lydia hat schon viel gekämpft für mich. Achso, mein Inventar wird jetzt quasi instant voll sein. Soll ich einfach die Drachenknochen und die Drachenschuppen hier liegen lassen? Ich glaube, das wäre das Beste. Ich habe halt ein bisschen zu viele Tränke. Ja, nicht nur ein bisschen. die Eisenrüstung nehmen wir nochmal ab. So. Komm, wir lassen die Drachenknochen erstmal hier. Ich weiß, man kann sie verkaufen. Aber ich brauche sie nicht. Und sie wiegen halt ewig viel. Na, vergessen wir das nicht. Ich hoppe, hoppe, hoppe. Diese Erzader ist erschöpft. Da ist noch eine.